Was geht ab, meine lieben Freunde? Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück zu einem Video von mir. Ich bin sehr aufgeregt, denn es ist für mich ein sehr, sehr cooles Video. Und es ist ein gesponsertes Video von dem Online-Shop Purish. Ich weiß nicht, ob ihr Purish kennt. Ich habe vor vielen Jahren schon Make-up bei denen gekauft. Ich hätte nie gedacht, dass wir zusammenarbeiten würden. Das tun wir aber in diesem Fall. Und es ist der größte Haul aus dem Jahr 2021 bisher. Also einer der größten, wenn nicht sogar der größte. Also hier vor mir sind wahnsinnig viele Produkte aus dem Make-up-Bereich, aus dem Pflegebereich. Wow! Die hat Purish mir zur Verfügung gestellt, damit ich, Özlem, Beauty-YouTuberin, meine Meinung erweitern kann, meine Erfahrung mit den Produkten machen kann, mein Erfahrungsschatz größer ist, weil ihr wisst, ich erzähle euch immer, wie meine Erfahrungen womit sind, was ich wie finde. Ich habe mir die Produkte alle selber ausgesucht. Ich werde euch jetzt sagen, was ich mir ausgesucht habe, warum ich es mir ausgesucht habe. In meiner Aufgebraucht-Videoreihe werde ich euch erzählen, wie meine Erfahrungen mit den Produkten sind. Vielleicht sind hier heftige Fehlkäufe dabei, dann spart ihr euch das Geld. Vielleicht sind hier richtig krasse Sachen dabei, dann freuen wir uns doppelt. Purish ist ein Online-Shop aus Berlin, der viele verschiedene Marken hat. Vor allem Marken, die du sonst nicht so sehr in Deutschland kriegst oder wo es auf jeden Fall schwerer ist, in Deutschland zu kriegen. Ich weiß, damals habe ich Sachen bei denen gekauft, die gab es nirgendwo anders. Und sie haben verschiedenste Marken aus verschiedensten Bereichen mit wirklich vielen Sachen wie Make-up, Hautpflege, Haarpflege. Super, super toll. Ich habe hier auch aus sehr vielen Bereichen Sachen. Das Video hier kommt extra online zur Black Week Diggies. Ihr könnt gerne in der Infobox gucken, da sind noch mal ein paar Infos. Zu allen Marken, die ich hier habe, gibt es richtig krasse Rabatte im Purish Online Shop. Wenn ihr dort gucken wollt, geht bitte unbedingt auf die Links in der Infobox, dann sieht Purish okay, ihr kommt von mir, die Werbung ist angekommen, das ist super. Ansonsten, ich habe hier die Rabattliste vor mir stehen. Es fängt bei 20% an und geht bis 50%. Also glaubt mir, das ist eine super Gelegenheit zu sparen. Sehr interessante Sachen. Irgendwas wird für euch dabei sein, was ihr interessant findet. Glaubt mir. So viel dazu und dann würde ich sagen, wir haben genug gequatscht. Ich werde euch jetzt alles zeigen, was ich mir ausgesucht habe. Ihr seht alles hier eingeblendet. Wenn ihr neugierig seid, macht euch hier einen Screenshot davon. So, geht auf den Link zu der jeweiligen Marke. Ich verlinke euch in der Infobox nur die Marken, weißt du, weil es ganz bestimmte sind. So, ihr seht ja hier, was ich genommen habe. Schnauze halten, gucken und dann sehen wir weiter. Wer sparen will, checkt die Infobox an. Wir fangen an mit den Olaplex-Produkten. Purish hat sehr, sehr viele verschiedene Produkte von Olaplex. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Wenn ihr Erfahrung mit Olaplex habt, schreibt mir das bitte unbedingt in die Kommentare. Ich bin sehr neugierig. Zu dem Zeitpunkt, als ich mir was ausgesucht habe, waren leider einige ausverkauft. Deswegen habe ich nur dieses Bundle hier. Irgendwo habe ich auch das Öl. Ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall bin ich sehr gespannt. Olaplex hat den Ruf. Ich hoffe, ich kriege es ordentlich für euch zusammengefasst. Es ist eine Pflege, die von innen aufbaut. Es sorgt dafür, dass deine Haare von innen gestärkt werden und das ist revolutionär auf dem Haarpflegemarkt und ich habe so lange Olaplex irgendwie auf dem Schirm gehabt und kam nicht dazu und war unentschlossen und sowas. Jetzt werde ich auf jeden Fall testen, wie das damit ist, weil Bro, Haarpflege, die von innen heraus stärkt, ist nochmal was anderes als etwas, was von außen so ein bisschen sich rauflegt, deswegen hier mega. Also ich bin sehr gespannt auf die Olaplex-Sachen. Dann werdet ihr denken, ich bin dumm, aber das ist nicht schlimm. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Hype um P. Lewis mitbekommen habt. P. Lewis hat einfach so einen Trend gehabt auf Instagram, dass das die heftigste Firma ist, was Bases und so angeht. Also habe ich mir einfach hier eine Base geholt, die so groß ist wie mein Kopf. Aber ich habe mir auch das Riesenset geholt, weil ich war so gespannt darauf, die Produkte von denen zu testen. Ich dachte immer, die gibt es nur in Amerika. Also ich habe einmal geguckt und es gab sie irgendwo weit weg im Ausland und dann dachte ich, nee, lassen wir das. Also da merkt ihr dann wieder. Ich habe das echt zufällig nur gesehen, dass Purish die jetzt auch schon wohl hat. Das ist natürlich super cool. Da habe ich mir dann hier dieses No-Filter-Face-Skincare-Set geholt. So mit einer schönen Feuchtigkeitspflege. Ja, so ein Pinsel zum Auftragen. Eine Augenpflege, dies, das. Also ein tolles Paket. So, Madame möchte fresh aussehen. Und da dachte ich mir, ich möchte mal gucken, wie ihre Hautpflege ist, weil im Make-up-Bereich war das ganz lange ein krasser Hype auf Instagram. Und ja, auch hier werde ich berichten. Achso, ich werde euch zu jeder Marke auch nochmal in die Infobox so ein bisschen Infos schreiben, ne? Dass ihr euch nicht wundert. Dann habe ich mir den aller heftigsten, tollsten, besten Pinsel der Welt geholt. Ich weiß nicht, ob es der allerbeste der Welt ist, aber mein absoluter Lieblings-Blending-Brush von Sigma. Den habe ich
Ich glaube, seit vielen Jahren habe ich ihn euch schon als Favorit gezeigt. Ihr seht so, meiner ist langsam echt so, Bro, es ist mein liebster Blending Brush, egal wann ich Lidschatten habe. Ich benutze ihn. Den kann ich so empfehlen. Also seit den Anfängen meines Augen-Make-ups bis jetzt ist das immer eine richtig tolle Pflege für mich. Seitdem ich angefangen habe, mein Augen-Make-up zu machen und Lidschatten zu benutzen, ist das für mich der perfekte Pinsel. Egal wie schwer manche Töne waren zu verblenden, er hat es immer gerettet. Dann habe ich mir etwas geholt, was ich seit vielen Jahren im Blick habe. Ich habe es mir ehrlicherweise nie geholt. Bevor ich mir ein so teures Produkt zum Testen hole, hole ich vielleicht 5 günstigere, wisst ihr, wie ich meine. Deswegen freue ich mich umso mehr, dass Purish mir die Sachen hier zur Verfügung gestellt hat, um meinen Erfahrungsschatz nochmal krass zu erweitern. Und zwar habe ich mir von Revital Lash Cosmetics verschiedene Produkte geholt. Ich bin sehr gespannt. Einmal für die Augenbrauen, einmal für die Wimpern und wohl eine richtig heftige Mascara. Guck mal, ich habe euch ja erzählt, dass es bei mir in meinem eigenen Online-Shop das heftigste Wimpern- und Augenbrauenserum geben wird, was ich je bisher getestet habe. Ich habe euch das auf Instagram teilweise erzählt. Ich suche euch mal ein Foto aus. Meine Augenbrauen wurden krass verzupft, also richtig schlimm. Also so sahen sie aus, nicht mal vor einem Monat. Komplett weggezupft und dies und das und die sind so schön gewachsen. Also wartet, mein Augenbrauenserum in meinem eigenen Online-Shop hat mein Leben verändert, auch wimpernmäßig. So, ihr kennt meine kurzen Stummelwimpern. Und da bin ich gespannt, das hier mal damit zu vergleichen. Also die Mascara hat mich einfach interessiert, weil Revital Lash ist einfach weltweit bekannt dafür. Also ich habe noch nie was Schlechtes wirklich über die gehört, ehrlicherweise, wenn man die originalen Sachen von denen getestet hat. Deswegen bin ich jetzt hammer gespannt. Ist es vielleicht besser als das, was es bei mir geben wird? Ist es schlechter? Lohnt sich der Preis? So, weil es ist schon sehr, sehr preisintensiv. Aber ich habe damals, ich habe so oft Bewertungen dazu gelesen und ich dachte immer, oh, willst du so viel Geld ausgeben, nur um mal zu gucken? So, ah. Aber jetzt habe ich die Möglichkeit, ist zu testen und ich bin sehr gespannt und ich werde auf jeden Fall berichten. Dann habe ich mir von der Marke Starskin verschiedene Produkte geholt. Ich weiß nicht, ob ihr Starskin kennt. Das ist schon im höherpreisigen Bereich. Ich kenne das oft von Douglas so und die waren mir immer zu teuer, muss ich ehrlicherweise sagen. Also ihr wisst ja, ich liebe Tuchmasken. Digga, packst du in den Kühlschrank, packst du raus, packst du aufs Gesicht, siehst aus wie ein Engel, so einen auf den. Und Under-Eye-Pads. Und Starskin macht sowas, aber sehr preisintensiv. Also ich habe hier zum Beispiel das hier geholt, The Gold Mask Eye, also so unter Under-Eye-Pads. 5 Masken, also 5 Paare, 25 Euro, 24 Euro etwas. Und das ist krass. Also Bruder, ich will wissen, bist du wirklich so, lohnt sich das, 5 Euro pro Under-Eye-Pad-Paar zu zahlen quasi? Oder reicht es auch, wenn ich zur Drogerie gehe? So, ihr wisst, ich, ne? So, das will ich wissen, weil wo ist der Unterschied? Ich werde auf jeden Fall berichten. Ich benutze sowas sehr häufig, weil ich sie sehr häufig halbtot aus. Da möchte ich mal wissen, lohnt sich der Preis? Aber ich habe mir von Starskin noch mehr gekauft. Ne, so, warte. Zum Beispiel dieses Anti-Mitesser-Set für 10 Euro. Da war ich auch sehr gespannt. Okay, ich habe bisher so 2 Firmen ausprobiert mit so einem Dreier-Anti-Mitesser-Ding. Die waren für mich Flops. Hier dachte ich, okay, 10 Euro für so ein Anti-Mitesser-Programm. Da bin ich sehr gespannt drauf. Funktioniert das? Ist das irgendwie Schrott? Ich weiß es nicht. Ihr werdet es auf jeden Fall bald sehen. Aber da ist noch mehr von The Starskin. Weißt du, wie ich meine? Zum Beispiel habe ich mir auch diese Maske gekauft. Eine Tuchmaske für 14,90 Euro. Wenn ich 14,90 Euro ausgebe für eine Tuchmaske, dann erwarte ich, vielleicht sind meine Erwartungen auch zu hoch, dass ich sie raufmache und dann aufwache oder sie abmache und dann aussehe wie neu geboren. Das erwarte ich. Also ich muss sagen, also ich finde 14,90 Euro schon viel dafür auf jeden Fall. So, da muss ich schon sehr krass sein. Deswegen fand ich das sehr interessant, hier Starskin mal auszuprobieren. Aber es geht noch weiter. Starskin macht nämlich nicht nur Tuchmaskensachen und so, sondern auch andere Arten von Masken, also an verschiedensten Pflegeprodukten und so. Und hier habe ich mir für 29,90 Euro so ein Peeling-Set geholt für die Füße. Ich liebe sowas ja, ne? Ich habe ja wirklich für jeden Bereich meines Körpers eine eigene Art von Pflege. Fußcreme für die Füße, Bodylotion, Bodyöl, dies, das, so. Und da dachte ich mir, okay, das finde ich sehr interessant. Auch hier so mit so einem Peeling, so einer Peeling-Flüssigkeit und einer Fußfeile und wie das hier abläuft und was hier so geht. Also das wollte ich auch sehr gerne ausprobieren. Dann habe ich mir
von der Marke Skandinavia, ich hoffe ihr kennt sie, ein Make-up Remover Spray geholt. Da bin ich auch sehr gespannt. Also alle Make-up Remover Sprays, die ich bisher ausprobiert habe, waren Schrott. Also meine Haut war gereizt und meine Haut kann eigentlich echt viel ab. Ich habe nicht wirklich was abbekommen, gerade so Make-up wie heute, wo ihr denkt, das ist nicht so viel. Digga, 50 Kilo, man sieht es nur nicht. Schicht, weißt du, wie ich meine? Oh, was wisst ihr, was ich jetzt gerne hätte? Eine Torte mit vielen Schichten. Auf jeden Fall, Skandinavia hat verschiedene Fixing Sprays, die sind sehr gut. Die habe ich vor vielen Jahren schon kennengelernt. Ich glaube, die habe ich sogar auch bei Purish damals gekauft. Und hier habe ich dann gesehen, es gibt ein Make-up Remover Spray, sogar wasserfestes Make-up abzumachen, ohne Drama, ohne irgendwie viel Gerubbel. Schauen wir mal. Ich werde berichten, ich werde euch Bescheid geben. Dann geht es weiter. Ich weiß ja, ihr seid neugierig, was ich mir so ausgesucht habe und geholt habe. Aktuell schminke ich mich zwar nicht so viel mit Lidschatten und allem, weil ihr wisst ja, ich habe gerade meine 2 Vollzeitjobs im Ausland und hier und da hast du auch nicht so viel Zeit und nervt dich zu schminken, aber ihr wisst ja, es ist eine Leidenschaft von mir und eine große Liebe. Ich habe mir dann das hier geholt von Super Beauty. Ihr wisst, meine Aussprache ist immer komisch. Mit diesen Hydra Fix, ich sag mal Eyeliner-Sachen. Du machst deinen Pinsel feucht und gehst hier rein und kannst so intensive Farben damit haben. Ach, warte mal, komm, das kann ich euch doch mal eben zeigen. Oh, ich muss jetzt erstmal einen passenden Pinsel finden. Ich nehme jetzt mal einfach irgendeinen random. So, ihr wisst, das ist jetzt einfach nur mal auf schnell, damit ihr wisst, von was für heftigen Farben wir reden. Wir reden hier auch von UV-Farben. Das ist nochmal ein anderer Film. Ich nehme jetzt einfach so einen random Pinsel. Das ist eigentlich nicht der passende dafür. Ich nehme jetzt eins, was ich schon von der Marke habe. Und dann kannst du so tolle Sachen zaubern. Da. Also ich hoffe, man sieht es in der Kamera, aber es sind richtig knallige, frische, heftige, ballernde Farben. Also viele Make-up-YouTuber nutzen tatsächlich diese Farben. Und hier hast du ja dann alles grün, blau, lila, so. Das sind UV-Farben. Ich habe das hier nochmal genau. Die Formeln werden mit Wasser aktiviert. UV-Licht, die leuchten nochmal richtig krass. Also wenn ihr so bunte Vögel seid und so Action mögt, dann ist das auf jeden Fall was sehr, sehr Interessantes für euch. Dann hat Purish auch verschiedenste Sachen aus dem koreanischen Pflegebereich. Auch da wollte ich mich gerne mal ausprobieren. Misha ist eine Marke, die ich sehr, sehr gerne mag. Und da habe ich mir einfach ganz viele verschiedene Tuchmasken für 1,90 geholt. Mit grünem Tee, Gurke, Reis, also alles Mögliche, weil mich das mal interessiert hat. Ich wusste gar nicht, dass Misha irgendwie so Tuchmasken hat. Und da wollte ich mal ein bisschen rumprobieren und habe mir die alle nochmal geholt. Also wenn ihr so koreanische Sachen sucht, seid ihr bei Purish auch auf jeden Fall an der richtigen Stelle. Dann weiß ich ja nicht, ob ihr How Cosmetics kennt. How Cosmetics ist eine tierversuchsfreie Marke mit sehr, sehr konzentrierten Wirkstoffen. Die haben richtig, richtig tolle Produkte. Zum Beispiel habe ich mir hier das Pearl Shine Elixier geholt, weil vielleicht kennt ihr das manchmal, man wird morgens wach, man sieht halb tot aus. Das ganze Hautbild, deine ganze Ausstrahlung ist so fade und da soll das hier helfen. Ich nehme mal ein bisschen einfach mal auf meinen Handrücken, weil ich bin sehr gespannt auch hier auf die Produkte und die Marke. Und das soll eine richtig schöne Pflege sein, die deiner Haut das gibt, was sie braucht. Ah, guck mal, sehr interessant. Und dann so einen schönen Glow gibt. Krass, also wenn du sie rauftust, wirkt sie erst so lila-mäßig, aber wenn du sie dann verreibst, sehr interessant. Also da bin ich gespannt, weil, Bro, manchmal sieht man halb tot aus, aber du hast keine Lust, dich zu schminken. Und dann so ein Pearl Shine Elixier, wo du dann strahlst wie so ein Engel. Dann auch von How Cosmetics, weil ich wollte gucken, wie sind sie so im Pflegebereich und im Make-up-Bereich, weil ich habe auch da einige gute Sachen gelesen, habe ich mir dieses Setting Skin Perfecter Fixing Spray geholt. Das soll ein richtig, richtig gutes Setting Spray sein. Das soll dafür sorgen, dass dein Make-up schön miteinander verschmilzt und lange hält. Also, dass es so eine Mischung aus atmungsaktiv ist, aber auch aus langen Halt und so. Auch da mal gucken. Die Marke ist auf jeden Fall sehr, sehr vielversprechend und in meinen Aufgebraucht-Videos werden wir es sehen. Dann wurde ich sehr, sehr oft von meinen... Dann haben mich meine Follower sehr, sehr oft gefragt, ob ich diese Mascara testen kann von Jeffree Star. Sie hat einen sehr, sehr, sehr provokanten Namen. Ihr wisst ja, ich habe mich länger von seinen Sachen distanziert und da kam dann auch nichts mehr auf meinem Kanal und so, wegen diesen ganzen Geschichten und Sachen, die da im Raum stehen oder diesen Vorwürfen. Da habe ich gesagt, okay, das machen wir, weil die Mascara soll eine der heftigsten sein, die es gibt. Wetterfest, schweißfest, Liebe machen fest, homosexuell fest, cry fest, also egal was du machst, diese Mascara soll halten. Ich denke mir so, okay, Bro, was ist das hier für eine Verpackung? So, na, warst du böse? Purish wird dieses Video gucken, bitte reiß dich ein bisschen zusammen. Guckt in die Infobox, lest euch die Sachen durch. Checkt die Black Week Rabatte von Purish ab, alles klar? Ja, es ist eine Mascara im Stil einer Peitsche. Puh. Gucken wir uns mal die Bürste an.
Oh, sehr interessant. Gummibürsten finde ich sehr, sehr interessant bei Mascaras. Schade, dass ich geschminkt bin. Aber ich finde so ein ungeschminktes Video, was bringt das? Ja, ich habe jetzt nur eine Mascara drauf, aber nichts anderes. Und weißt du, wie ich meine? Deswegen teste ich solche Sachen dann so nochmal, außer es passt so wie hier. Aber da auf jeden Fall diese Mascara. Ich bin gespannt, ob sie wirklich so viel aushält. Das ist eine sehr schöne Verpackung, sehr hochwertig. Okay. Dann habe ich von Nabla mir zwei Concealer geholt. Ich war nicht sicher, welcher da wie am besten ist, und zwar die Uplifting Creamy Concealer, auch vegane Concealer. Ich weiß nicht, ob ihr Nabla kennt. Also diese Concealer sollen wohl so sein, dass sie dir auch ein bisschen durch die Inhaltsstoffe helfen, das mit Augenring und wenn du ein bisschen die Augen angeschwollen hast und sowas. Nabla ist eine tolle Marke, also von denen habe ich auch schon den Close-Up Concealer, glaube ich. Das war lange einer meiner Lieblings-Concealer. Guck mal, so sieht das aus mit so einem Ding hier, mit so einem Applikator. So, auch sehr schöne Verpackung hier mit dem Gold. So, holen wir mal ein bisschen Produkt raus. Auch mal, um zu gucken, ob es meine Farbe ist. Ah, okay, das nimmt eine gute Richtung an. Oh, sehr schön. Ein sehr creamy Concealer, der aber auch schön deckend ist. Vegan. Sehr, sehr nice. Also auch hier mit solchen Applikatoren mag ich sehr gerne. So, lass uns doch direkt ein bisschen nochmal rauf tun. Bin ich sehr gespannt drauf. Also diese Concealer von Nabla sind auch so ein kleiner Geheimtipp. Ich weiß nicht, wie sie sind. Ich werde es jetzt demnächst testen und ausprobieren, aber ich habe mit Nabla ehrlicherweise auch, also die Concealer, die ich da bisher ausprobiert habe, haben mir sehr, sehr gut gefallen. Also warum sollte es hier anders sein? Dann habe ich mir von Nabla auch zwei Foundations geholt. Auch hier zwei, weil ich unsicher war mit dem Ton. Und zwar die Skin Realist Foundation. Die hat auch Hyaluron drin. Also das gefällt mir sehr gut, dass es so in diese Richtung geht. Foundation-Sachen oder hier so ein Tinted Balm mit nochmal Inhaltsstoffen. Weißt du, wie ich meine? Bitte lass es mein Ton sein. Bitte, bitte, bitte. So, dass es nicht nur Make-up ist und Farbe, sondern wirklich Produkte, die nochmal ein bisschen Inhaltsstoffe haben. Und hier bei dieser Foundation hat mir gut gefallen. Sie soll dafür sorgen, dass du durch die Inhaltsstoffe und die Foundation im Gemisch, du siehst ein bisschen frischer aus, ein bisschen gelifteter, so ein schöner Glow, ein schöner Foundation-Ton, der deiner Haut auch nochmal Feuchtigkeit spendet und so. Da dachte ich, okay, das klingt für mich sehr, sehr interessant so. Das klingt für mich viel spannender als einfach so, ja, ist eine Foundation, sondern Bro, die scheint auch noch was zu machen. Und wie das dann wirklich ist und so, das werden wir dann mit der Zeit herausfinden. Dann, weil Nabla für mich gerade sehr, sehr interessant ist, habe ich mir diese Mascara geholt. Und zwar die Vicious Mascara. Ich übe nochmal Sprachen. Sie sieht ein bisschen gruselig aus, Bro. Aber Nabla hat halt einfach, weiß ich nicht, die machen sehr, sehr gute Sachen. Und wie gesagt, einer meiner Lieblingsconcealer war von dort. Und auch hier fand ich die Bürste sehr, sehr spannend. Also es sieht aus wie eine schöne, gute Gummibürste, die alle Haare erfasst. Und deswegen habe ich mir die Nabla Mascara geholt, weil, Bro, so, sie soll für Volumen und für Länge sorgen. Das ist gut, denn die meisten Mascaras sorgen nur für eine Sache. Hier sind wohl zwei Sachen gegeben, da bin ich sehr gespannt drauf. Dann habe ich mir bei Purish dieses Hydration Support Bundle geholt von The Ordinary. Also quasi eine aufeinander abgestimmte Hautpflege für trockene Haut. So mit verschiedenen Produkten, so mit Moisturizer und mit verschiedenen Serien und was weiß ich. Also The Ordinary kenne ich auch schon seit sehr, sehr vielen Jahren. Habe ich bisher durchwegs, also komplett immer gute Erfahrungen mit gehabt. Sei es mit deren Make-up-Sachen, sei es mit den Skincare-Sachen, die ich ausprobiert habe. Die haben mir immer sehr, sehr gut gefallen. Preis-Leistungs-Verhältnis hat immer gepasst. Und deswegen dachte ich mir, okay, die haben da verschiedene Bundles gehabt. Also auch für unreine Haut und hierfür und dafür. Ich habe eine trockene Haut, die eher zu Unreinheiten neigt. Deswegen habe ich mich dann doch eher hierfür entschieden, für diese Feuchtigkeitspflege. Bin sehr gespannt, so, weil das ist ja dann so ein Bundle, was dir da vorgegeben ist von The Ordinary. The Ordinary kann ich empfehlen, also immer schon so gewesen. Schauen wir mal. Dann habe ich hier diesen Concealer von Juvia's Place. Das ist wohl der stark deckendste Concealer, den Maxim je genutzt hat. So hat er mir das erklärt. Ich meine, dass das der hier war. Also er sagt, Tarte Shape Tape ist nichts hiergegen. Und da dachte ich mir, okay, das will ich ausprobieren. Maxim hatte das einmal an mir genutzt. Das war sehr, sehr interessant als Concealer. Und deswegen habe ich mir den hier von Juvia's Place geholt, weil ich dachte, okay, Maxims Empfehlung konnte ich bisher auch immer vertrauen. Ich habe mir dann auch von Juvia's Place die I Am Magic Matte Foundation geholt, also nicht nur den Concealer, sondern halt die dazugehörige Foundation. Auch in zwei Tönen, da war ich mir nicht ganz sicher. Und ich gucke immer online sehr, sehr genau, ne? Nach meinen Swatches von den Foundations, die ich habe, mit Online-Bildern und. Aber ich dachte mir, du kannst halt hier Concealer und Foundation am besten zusammen ausprobieren, gucken, was da so ist, ob das so zusammenpasst, ob das zu meiner Haut passt. Und mit Juvia's Place habe ich noch nicht so viel Erfahrung.
Erfahrung, deswegen bin ich da doch gespannt, weil ich habe bisher nur ein, zwei Sachen, glaube ich, von denen getestet. Dann habe ich hier auch noch eine Maske von Starskin. So, das soll eine sehr, sehr tolle Maske sein, also eine Hydrating-Maske, so, dass du richtig aus der Tiefe, sag ich mal, versorgt bist mit Feuchtigkeit. Da dachte ich, okay, das kann ich gebrauchen. Was ich aber auch gebrauchen kann, ist so ein bisschen mehr Straffung im Gesicht. Deswegen habe ich mir halt auch hier diese Firming-Maske geholt, also um nochmal das Serum darin mit der Maske drauf, soll halt wirklich nochmal dein Gesicht so liften. Und dann dachte ich, okay, das möchte ich ausprobieren. Wenn wir schon beim Thema Liften sind, habe ich hier auch von How Cosmetics diese 7-Tages-Kur. Das ist ein Geheimnis gegen Mimikfalten und Trockenheitsfältchen und verleiht deiner Haut eine entspannte, frische Ausstrahlung. Wertvolle Stoffe wie Bio-Botox aus der Paracresse und 3D-Hyaluronsäure optimieren den Feuchtigkeitsgehalt deiner Haut. 7-Tages-Kur, kein Problem. Du kannst das regeln mit einer frischen Ausstrahlung und das alles so ein bisschen regeln. Da bin ich gespannt, weil wenn das so ist, ab und zu so eine 7-Tages-Kur, das kann man sich gönnen. Dann habe ich mir von Be Perfect diesen Face Primer geholt. Ich weiß nicht, ob ihr Be Perfect kennt. Die haben eine der besten Lidschattenpaletten im Preis-Leistungs-Verhältnis, die ich kenne. Und dann dachte ich mir, okay, da möchte ich sehr, sehr gerne mal gucken, wie deren Primer ist. Das möchte ich ausprobieren. Das werde ich auch. Deswegen habe ich ihn mir ausgesucht. Wir werden es in einem Make-up-Video sehen. Und zu guter Letzt habe ich mir von How Cosmetics, weil die Marke einfach sehr, sehr vielversprechend ist, diese SOS Under Eye Pads geholt. Die SOS Recovery Eye Pads sind deine Rettung, wenn du in der letzten Nacht nicht deinen Schönheitsschlaf bekommen hast. Die einzigartige Formulierung mit innovativen Wirkstoffen wie unser Vierfach Hyaluron ist ein Feuchtigkeitsbooster für deine Haut. Zusätzlich minimiert sie Augenringe und sorgt so für eine frische, wache Augenpartie. Kann ich gebrauchen. Meine Augenpartie ist manchmal schön. How Cosmetics ist sehr spannend. Deswegen werde ich das ausprobieren. So, das war ein großer, langer Haul. Und ich bin sehr gespannt darauf, die Sachen zu testen, die Gieß. Ja, schreibt mir mal gerne in die Kommentare. Habt ihr Lust auf irgendwas Bestimmtes? Zum Beispiel, also wie gesagt, Purish hat sehr, sehr viele Marken. Soll ich mir da mal was raussuchen und einen Full-Face-Nabler machen? Oder worauf habt ihr Lust? Ihr wisst, ich bin offen. Schreibt mir sehr, sehr, sehr gerne bitte in die Kommentare, wenn ihr irgendwie Erfahrung habt mit diesen Produkten. Weil das sind doch eher unübliche Produkte. Die kriegst du nicht einfach irgendwie jetzt bei Douglas vor Ort. Teilweise oder gar nicht. Ich weiß, kommt drauf an, welche Marke. So, Purish ist da echt schon weit vorne. Ja, schreibt mir das sehr, sehr gerne. Wenn ihr etwas von diesen Produkten interessant fandet, guckt unbedingt in der Infobox. Sehr, sehr heftige Rabatte. In der Infobox findet ihr nochmal ein paar Infos zu den Marken. Ihr findet Links zu den Marken. Ich schaue mal, wie ich das für euch am besten gestalte. Checkt es sehr gerne ab. Wenn ihr allgemein neugierig seid auf Purish, guckt auch in der Infobox. Geht mal rüber, schaut. Ich kann den Online-Shop sehr, sehr empfehlen. Kommunikation ist sehr klasse. Auch schon damals als Kundin, ne? Jetzt nicht nur Influencerin und die, sondern auch als Kundin. Die Produkte kommen sehr, sehr schnell. Ich hatte noch nie Probleme mit dem Online-Shop. Es ist eine super Auswahl. Von mir eine absolute Empfehlung für Sie und ja, viele tolle Produkte. Ich werde in meiner Aufgebraucht-Videoreihe berichten. Das war's dann auch an dieser Stelle. In diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare und vielleicht auf eure Erfahrungen. Und ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr bei Purish vorbeischaut, wenn ihr das über die Links in der Infobox macht. Ich freue mich, wenn euch das Video gefallen hat. Danke auch an Purish für das zur Verfügung stellen von den Produkten. In diesem Sinne, Digis, ich bin sehr gespannt auf eure Kommentare. Ich freue mich auf eure Kommentare und ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüsschen mit Küsschen und auf Wiedersehen.